Guten Abend zu Buten und Binden. So viel Schaulustiger hätte sich Peter Heiß noch zu den Zeiten gewünscht, als ukrainische Künstler das Innere seiner Welle bevölkerten. Jetzt ist das Schiff gesunken, die Menge gafft gratis vom Weserufer und kriegt was zu sehen. Die Welle wehrt sich mit Bug und Heck. Dirk Blumenthal mit beeindruckenden Bildern von fehlgeschlagenen Bergungsversuchen. Der Bug der Welle lag tief im Wasser. Das Heck war angehoben gestern früh um 9:30. Da passierte es. Das sogenannte Schwerlastband unter dem Heck war in der Mitte durchgerissen. Das Schiff platschte ins Wasser zurück und mit ihm die Leute, die darauf gearbeitet hatten. Und sie kamen kaum an gegen den Sog des Wassers, das mit Macht ins schon teilweise ausgepumpte Welleheck zurückströmte. Am Ende schafften es trotzdem alle, auf den Bergungsponton zu klettern. Einige Leute auf dem Ponton aber waren in größerer Gefahr gewesen. Klaus Frerichs, Chef des Wasser- und Schifffahrtsamtes, war auf dem Ponton, als das Schwerlastband riss. Glücklicherweise ist von den Leuten, die in der Nähe gestanden haben, niemand von dem Band getroffen worden. Es war aber verdammt knapp, haben wir gesehen. Es war knapp. Wie knapp es war für zwei Bergungsarbeiter, das ist in der Zeitlupe deutlich zu sehen. Der Schlag der tonnenschweren Stahlgeflechte wäre wahrscheinlich tödlich gewesen. Die Arbeiter und Techniker gingen schon wenige Minuten nach der lebensgefährlichen Panne wieder an ihre Arbeit, als wäre nichts gewesen. Sie waren ja da mittendrin eben, als das gerissen ist. Wie war denn das? Ja, normal. Bitte was? Normal, kann doch passieren. Scheinbar ganz normal hatten die Bergungsversuche zumindest angefangen, Sonnabend früh um 6. Bergungsunternehmer Klaus Lehmkuhl war da noch sehr guten Mutes. Alles schien ganz einfach. Er wird erst schwimmfähig gemacht und wenn er schwimmfähig ist, dann wird er weggeschleppt. Keine Probleme, die Bergungsbänder mit Taucherhilfe unter die Welle zu bringen. Heute Abend? Die Bergung? Mhm. Ich denke ja. Und am Abend, da wurde zwar noch geschweißt unter Wasser, aber es sah gut aus, wenn auch Welle-Eigner Peter Heiß nach wie vor sein Bergungsverfahren anpries beim Chef des Schifffahrtsamtes. Wir hätten ja heute gehoben. Sie hatten kein anerkanntes Bergungsverfahren. Oh ja, das Bergungsverfahren ist anerkannt. Wäre nicht gut gegangen, Herr Frerichs? Nee. Oh ja. Nee? Nee? Garantiert. Garantiert? Ja, hundertprozentig. Ob 150 oder 0%ig, niemand wird es je wissen. Das anerkannte Verfahren indes, es funktionierte auch nicht. Einen wichtigen Grund dafür wusste Bergungsunternehmer Bernd Lehmkuhl, eigentlich Spediteur, Spezialität Schwertransporte, am Sonntagmorgen. Ich habe festgestellt, dass vorne durch das Damenklo Wasser nachgelaufen ist. Durch das Damenklo? Das Damenklo. Trotz Damenklo-Abdichtung, der Bergungsversuch am Sonntagmorgen scheiterte, der Bergungsversuch am Sonntagabend scheiterte. Heute früh stoppte dann das Gewerbeaufsichtsamt zeitweise die Arbeit, weil die Leute auf dem Bergungsponton weder Schwimmwesten noch Schutzhelme trugen. So langsam wird's peinlich für Bernd Lehmkuhl und seine Leute, zumal all ihre bislang vergeblichen Bemühungen stets kritisch beobachtet werden. Bereuen Sie in der Zwischenzeit, dass Sie diesen Auftrag haben? Nein, warum denn? Es ist doch ein schönes Arbeiten vor so viel Publikum. Heute Abend, so um 10, gibt's wieder was zu sehen. Da startet Bergungsversuch Nummer 4. Das wäre doch was. Heute Abend ans Weserufer und Fachsippel zugucken. Das gesunkene Vergnügungsschiff, das auf den Namen die Welle hört, gegen alle Bergungsversuche zur Wehr gesetzt hat, da ahnten Sie wahrscheinlich schon, dass es auch heute nichts werden würde mit dem Heben des Schiffs. Jetzt, finden wir, ist es an der Zeit, eigene Vorschläge zu machen. Dirk Blumenthal. Still ruht die Welle, auch heute noch. Und sie ruht eben dort, wo sie seit dem 27. Juli ruht, auf dem Grunde der Weser. Alle Bergungsversuche seit Sonnabend, 4 Stück, sind fehlgeschlagen. Der letzte in der vergangenen Nacht, immer wieder versank sie, die Welle. Den Bergungsunternehmer hat tiefe Verzweiflung gepackt. Die Hebemethode, sie will und will nicht funktionieren. Sie scheint offensichtlich und irgendwie ganz falsch zu sein, meinte ja neulich Nacht schließlich auch der Wellewrackbesitzer. Das kann so nicht funktionieren. Das ist total falsch gemacht. Buten und Binnen hat keine Mühe gescheut, um den Möchtegern-Bergern die Schmach des erneuten Scheiterns zu ersparen. Wir haben Fachliteratur gewälzt. Stand nicht Bergungsunternehmer Donald Duck vor 25 Jahren vor einem ähnlichen Problem? Trick war es wohl, der das gesunkene Schiff als erster entdeckte. Und in der Tat, eine Segeljacht lag tief drin in der Entenhausener Weser.
Donald, wie wir ihn kennen und lieben, schnell entschlossen zur bergenden Tat. Obwohl die Yacht doch Onkel Dagobert gehörte. Und dann stand Donald vor demselben Problem wie die Welleberger heute. Welche Hebemethode sollte angewendet werden? Ponton mit Kränen drauf, nicht doch zu teuer, zu unsicher. Die rettende, die geniale, weil einfache Idee, sie entstand durch Zufall. Eine Erleuchtung, die Quadratur des Schiffsbergungskreises. Und Donald schritt, nein, tauchte, zur Tat. Seine Neffen stopften Pingpongbälle ins Schiff und bis an den Rand der Erschöpfung. Und der Erfolg, er nahte, nach langer, harter, nasser Arbeit. Tick und Track, freudig erregt, Onkel Dagoberts Yacht, sie tauchte auf, von Tischtennisbällen getragen. Für die Welle übrigens bräuchte man nach unverbindlichen Buten- und Binnenberechnungen rund 7 Millionen Tischtennisbälle. Ach ja, übrigens, Onkel Dagobert, der Schiffseigner, zahlte damals vor 25 Jahren fast ohne zu murren, und ganz ohne Gerichtsbeschluss. Und das ist und wäre doch ein wunderschönes Ende der Geschichte. Auch ein wunderschönes Betätigungsfeld für die Firmen, die sowas wie Tischtennisbälle herstellen. Was könnten die nicht alles für sich, ihren Ruhm und den Ruhm der Welle in Bremen tun? Gestern Nacht, nach 7 erfolglosen Bergungsversuchen, ergab sich der arg ramponierte Vergnügungsdampfer in sein Schicksal und wurde abtransportiert. Guten Abend. Zu Booten und Binnen. Die Bergungsarbeiter geschafft nach vielen Tag- und Nachtschichten auf dem Deck der Welle Chaos. Schnaps- und Weinflaschen liegen darum, manche noch voll. Das schinsbezogene Sofa, einst die Zierde des Varieté-Gastraumes, hin, die Tische und Stühle in Trümmer. Immerhin, sie ist oben die Welle, sie schwimmt wieder die Welle, Bergungsunternehmer Bernd Lehmkuhl endlich wieder fröhlich. Haben Sie noch dran geglaubt? Ja. Ja? Ja, wir haben Kissen drin gehabt, alles abgedichtet, die Schotten dicht gemacht. Also, von den Vorbereitungen war es das Beste. Was geschafft, ne? Froh, glücklich, zufrieden, begeistert? Erleichtert. Das ist der richtige Begriff. Erleichtert. Erleichtert. Aber Sie, die Zuschauer, die Tage und Nächte lang ausgehalten haben, die begeistert waren von der Vorstellung an der Welle, Sie sind enttäuscht. Eine Attraktion ist dabei zu verschwinden. Booten und Binnen hat eine Aktion gestartet, damit sie wiederkommt. Das war eine Initiative zur Wiederversenkung der Welle. Das hat doch Spaß gemacht, das war doch schön. Jawohl, es war schön, es soll wieder schön werden. Wir verteilen viele Exemplare eines offenen Briefes an Wirtschaftssenator Klaus Jäger. Und es ist uns gelungen, einen in langen Kämpfen gestellten Bürgerinitiativler zur Unterstützung der Initiative zu gewinnen. Die Welle muss uns erhalten bleiben. Wir fordern erstens die sofortige Wiederversenkung der Welle. Zweitens täglich bzw. nächtlich mindestens 3 garantiert vergebliche Bergungsversuche. Drittens mindestens 3-mal täglich bzw. nächtlich in den bergungsversuchsfreien Zeiten Auftritte eines ukrainischen Unterwasservarietés unter Leitung von Peter Heiß. Viertens die Errichtung einer gegebenenfalls überdachten Zuschauertribüne samt Flutlichtanlage. Fünftens die Einsetzung der senatorischen Arbeitsgruppe zwecks Prüfung, welche weitere bislang wenige attraktive Plätze am Weserufer durch Versenken von Schiffen attraktiv gemacht werden könnten. Ja. Und fast alle unterschrieben. Man war sich einig, die Welle muss bleiben und zwar unten und immer mal wieder rauf und wieder runter. 60 Unterschriften in nicht mal einer Stunde. Sollte man so weitermachen, auf und ab. Ja, die muss bleiben, liebe Welle. Das ist gut. Können wir nur unterstützen. Absolut. Herr Jäger, dann dürfen wir Ihnen innerhalb kürzester Zeit gesammelte 60 unterschriebene offene Briefe übergeben. Und alles authentische Unterschriften? Alles authentische Unterschriften, wohlgemerkt. Beeindruckend. Also diese Forderungen drängen sich auf. Wer in den letzten Tagen gesehen hat, welche Attraktivität die Schlacht hat, auch vor allem die Brücke. Was hätten wir bloß gemacht, wenn wir diese Brücke nicht gehabt hätten? Das ist ja wie eine Tribüne. Der muss diese Forderung stellen, die Welle als Attraktion zu erhalten. Der Wirtschaftssenator also begeistert. Und wenn das so ist, dann, ja, dann dürfen wir ja vielleicht damit rechnen, dass sie wiederkommt, die Welle, zurück ans Weserufer, unters Weserwasser.